Und ich glaube, dass das Thema auch heute für uns wichtig ist. Denn wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Familie. Und gemeinsam, wenn wir uns tragen, sind wir stark. Genau, ich werde zu Beginn erstmal beten und dann können wir starten, okay? Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für dein Werk, was du für uns getan hast, Herr. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast, damit wir es empfangen dürfen, Herr. Damit wir auch unser Leben dir geben dürfen, Herr. Christus, ich bete heute in deinem Namen, dass du heute einfach zu uns sprichst, unser Herz berührst, unser Herz veränderst und auch formst, Herr. Vater, ich bete in deinem Namen und ich lege alles in deine Hand, Herr. Alles. Jeden einzelnen von uns, Herr. Mögest du heute sprechen. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Genau. Gemeinsam sind wir stark. Ich habe schon erwähnt, dass es eine Fortsetzung ist von dem Thema, was wir letzte Woche hatten. Und wir haben uns das Thema und den Punkt Charakter erstmal angeschaut. Genau, der Charakter einer Person. Und was sie zu tun hat in der Gemeinschaft. Welchen Einfluss er auf die Gemeinschaft haben kann. Und wir haben uns dabei noch drei verschiedene Personen angeschaut, die in Sünde gefallen sind. Pastoren. Pastorat. Oder ganz normale Gemeindemitglieder. Pastoren, die eine Anzahl von tausend von Menschen geführt und geleitet haben. Und dann in Unzucht gelandet sind. Und dann haben wir gemerkt und auch gesehen, dass das Charisma, das Talent oder die Gabe einer Person nicht zeigt oder nicht sagt, wie tief die Beziehung mit Gott ist. Sondern der Charakter einer Person ist entscheidend. Es ist gut, nach den Gaben auszustrecken, nach den Talenten sich auszustrecken, die Gott für uns vorbereitet hat. Aber es ist wichtiger, dass Gott unser Charakter, unser Herz verändert. Und dass er uns stärkt dabei. Wieso sage ich das? Wir haben derzeit sehr viele Leiter, die einfach gerade weltweit in der christlichen Szene fallen. Wir haben derzeit viele Leiter, die in der christlichen Szene im Leib Christi fallen. Okay. Wo viele Menschen dann auch daraus sich einfach von der Gemeinde sich einfach abwenden. Weil wir gemerkt haben, dass das Herz, dass das Charakter dieser Person einfach schwach ist. Und ich merke einfach, dass es derzeit es wenige Menschen gibt, die einen starken Charakter haben. Einen schwachen Charakter haben. Also, die ihr Leben komplett Gott hingeben. Die vom Heiligen Geist verändern lassen. Wo die Frucht des Geistes mehr und mehr wächst. Und wir haben derzeit zu viele Menschen, die ihre Talente direkt zeigen auf der Bühne,
und die einen schwachen Charakter haben. Der Fall eines Menschen beginnt mit dem Verlust der Demut und der Überschätzung der eigenen Kraft. In dem Moment, wo eine Person fällt, resultiert es daraus, dass er seine eigene Kraft überschätzt und sich von der Demut quasi entfernt. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich schaffe das alleine, wo du Gott rauslässt, wirst du fallen. Wieso sage ich das? In 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7 steht geschrieben, ich werde es nicht unbedingt vorlesen, aber so ein bisschen in eigenen Worten werde ich es wiederholen. Steht da, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen schenkt er Gnade. Wir sollen uns demütigen und unsere Sorgen auf Gott werfen, damit er uns versorgt. Hochmut entsteht, wenn wir unsere Sorgen nicht Gott übergeben und meinen, wir können sie selbst lösen. Ohne Gottes Schutz sind wir wie Schafe ohne Hirte, angreifbar für jeden Fall. أتو من سي كمونة زعابيكم تجزؤهم أملاخ نعبياتي معتهم نتحتات جنا تسجايه بوميمو كلاتكم نحرحكم من تخت كتجزؤ تحت تحتنا تعتقون دقيم بجزي نسو العلم من تقبلكم أبتحتات أنعتي إلى أملاخ تحت بلو نسو يحليلكم ميمو نخل حليتكم أبو أو دعوة. Er schenkt denen, die demütig sind, Kraft und Gnade. نتهم تحتات حيلن تسجان يبومي. Und wieder wirft jeden Einzelnen, der sagt, ich schaffe das alleine. Weil du sagst zu dir selbst, ich bin besser als Gott in dem Moment. Und ich brauche seine Hilfe nicht. Und deswegen müssen wir lernen, demütig zu sein. Demütig zeigt einfach, dass wir einen starken Charakter haben. Ein starken Charakter. Aber heute wird der Fokus auf Vergebung sein. Denn ein schwacher Charakter führt zu Menschen, die verletzen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Menschen oder Personen um, die uns verletzt haben? Das ist eine sehr wichtige Frage. Aber auch eine tiefgründige Frage. Denn wir können sie nicht so leicht auf uns nehmen, denn jedes Problem ist situationsabhängig. Aber ich möchte dir eine Sache sagen. Egal zu welcher Person du gehst, sei es zu deinem Seelsorger, zu deinem Pastor, zu deinem christlichen Therapeuten, jeder wird dir empfehlen und dir sagen, vergib dieser Person. Denn wenn du nicht vergibst, lässt du Raum für den Feind, dass er euch zerstören kann. Denn Vergebung ist der erste Schritt zur Einheit. Vergebung ist der erste Schritt für eine starke Gemeinschaft. Genau, und deswegen werden wir jetzt in den Punkt reinsteigen, Vergebung. Vergebung ist ein sehr intimes Thema. Was nicht leicht ist, da es sehr viel mit Verletzung zu tun hat einer Person. Es dreht sich sehr viel um den eigenen Schmerz.
Es geht um deine Traumata, die man erlebt hat. Die vielen Tränen, die man vergossen hat. Das Leid, das man verspürt und erlebt. Das Leid, was man verspürt, also das, was das Leid, was man spürt und erlebt. Das ist ein Aspekt, der in uns so viel Raum einnimmt. Es ist eine Sache, die sehr viel Raum in uns einnimmt. Aber das Vergeben ist ein Prozess, ምህረት ምግባር ግን ሓደ ፕሮሰስ ዲማን ዶይሽኪን ሙስ ሓደ ሰብ ናይ ግድን ክገብሮ ዘለዎ ነገር ወይ ካልፎ ዘለዎ ዳስ ሃርትስ ፋተስ ቱ ፈርስቴን እቲ ልቢ ንምፍላጥ ናይ ኣቦ ኡን ኣውክ ቱ ለርነን ኢስ ጊት ኒሽት ኦር ኢስ ትሪት ሲች ኒሽት ኣልስ ኡም ዲሽ ወይ ካ ምምሃር ኩሉስ ብዛዕባ ከም ዘይኮነ ኢስ ጊት ኒሽት ኣልስ ኢስ ትሪት ሲች ኒሽት ኣልስ ኡም ሚሽ ኩሉ ብዛዕባ ናይ ኮነን ኢሽ ሞሽተ ሚት ዲዘር ፕሪዲሽ ኒማንደን ቱ ናህ ትሬተን sondern ermutigen oder darüber nachzudenken und zu verstehen, warum es wichtig ist, zu vergeben. Und ich möchte auch, ich kenne nicht die Geschichte von euch allen, was ihr durchgegangen seid, welche Kämpfe ihr hattet, aber es gibt eine Sache oder es gibt einige Punkte, die ich mit ganzem Herzen sagen kann. Denn wenn wir nicht vergeben, oder wer nicht vergibt, hat das Herz des Vaters nicht verstanden. Wer nicht vergibt, hat das Werk des Sohnes nicht verstanden. Wer nicht vergibt, hat das Wirken des Heiligen Geistes nicht verstanden. Und wer nicht vergibt, stellt sich selbst ins Zentrum. Und nicht Gott. Das macht Vergebung, die nicht ausgesprochen wird. Und es gibt eine ganz starke, aber auch eine harte Stelle in Matthäus 6, 14 bis 15. Und jetzt werden wir so ein bisschen jetzt in das Wort Gottes reingehen. Genau, schlag mal bitte Matthäus 6, Vers 14 bis 15 auf. Matthäus 6, Vers 14 bis 15 auf. Matthäus 6, Vers 14 bis 15. Und es steht geschrieben, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Matthäus 6, 14. Nisabbedalom intahadokumlom, nisahatkum duma naisamai abohum kahadgolkumi. Nahatkum duma naisamai abohum kahadgolkumi. Nisabbedalom intahadokumlom gna. Um diese Stelle besser zu verstehen, müssen wir jetzt mal weitere Kapitel vorwärts gehen. In Matthäus 18, von Vers 21 bis 35, werden wir uns mal komplett die Stelle mal anschauen. Genau, bis Vers 35. Genau, Matthäus 18, Vers 21 bis Vers 35. Und es steht geschrieben, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir wieder, immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal. Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Darum hört dieses Gleichnis, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einer von ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldete, und weil er ihn nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kinder und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schulden erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zu ihnen zur Tür hinaus, da traf er einen anderen, der ihm 100 Denar schuldete. Er packte ihn an der Kehle,
würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder, flieht ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf die Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen? So will ich mit dir Erbarmen hatte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr, der Folterknecht, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Du kannst das Ganze gerne lesen. Okay. Matthäus 18, Kapitel 1, Jemina, Knebebina. شعب بيتروس قربيلو غويتاي حوين تبدل النس كندي ساعة كحد بلو كساع شو عطو دو بلو يسوس بلو كساع سبعة ساع شو عطا امبر كساع شو عطا ساع عيب لكان سلزي من كسا السمايات مسباروتو كتصابات سب زدالي نقوست مسل كتصابات سب مش جمرة الفي مكليت عدا زلوو نابو أغربة زفاديو مسعان قناع اتي غويتاو نسون سبيتون دقون زلوو كل زشايت امو اتعدا كفدة عززة شعو اتباريا تدفئو غويتاي تعقسني كل دعاك فدية كأيلو سقدلو غويتاو دماء نتباريا محارون فتحون عداون حدقلو اتباريا مسويت اقنا كابتن بطوتو 100 دينار عدا زلو حد باريا رخبة حيزو خاء أبخا زل عدا فديني لو حنقو شعو تبت اي باريا تعقسني كل كفدية كأيلو تدفئو لمنو نسقنا أبوي كيدو دوما كسا عدا أزفدي أأسورو وطوم بطوتو باروت زغورو رئيوم بزح غهيو كيدوم كا زخونة كلو نغويتاوام نغروو شعو غويتا او تاويعو أتا كفو باريا أنا كندي زلمن كاني بزول عدخا حدو كلكا نسخاس كمتا أنا زمحركو خادو نتبتس اي كاكتو محرو أيم تقبا أكان بولو غويتا او خوريي كل عداو كسا عزفدي نزت ببولو أحليفو هابو نفس وكوفكم ننحو نتبدلو ببلو بخم يغران تزيبلكم لو اتسماوي أبويد ما كمو كغبركم يو Amen. Wir erkennen, dass die Vergebung ein göttliches Prinzip ist. محرت لب أملاخ ويكا ناي أملاخ بحر خمزخونا نرقلنا Was Gott sehr hoch schätzt. بتعمي أملاخ كبر واغا زوبا Denn Vergebung ist ein Akt der Gnade, die man sich nicht erarbeiten kann. محرت مقاسة حادة تسقى حادة سبك أكسر حويك قبر زي كلي Man kriegt sie freiwillig geschenkt. محرت بناتا نقبلي Vergebung ist auch dadurch der erste Schritt, wie ich erwähnt habe, zur Einheit. محرت مقباركا اتقداماي من قدي حادة نموخان زمرحي Und ich möchte dir gerne mal eine Frage stellen. حادة انتو حاتوكو مدلي Wo erkennt ihr eine Schnittstelle in eurem Leben? Wo erkennt ihr das in eurem Leben, dass Unvergebenheit in eurem Herzen ist? Vielleicht habt ihr schon ein, zwei Personen in eurem Kopf, wo Unvergebenheit noch im Herzen ist. Also wo Unvergebenheit in unserem Herzen ist. Aber wenn wir die Stellen noch mal vor unseren Augen haben, genau, die Bibelstellen, der Grund, wieso wir vergeben müssen, dass, weil wir so weit weg von Gott waren, dass unser einziger Weg eigentlich der Tod war. Das Einzige, was wir eigentlich verdient hätten, wäre der Tod. Und wir konnten nichts machen eigentlich in unserem ganzen Leben, um diese Schuld zu begleichen. Aber trotzdem sagt Gott zu dir, mein Sohn, ich liebe dich. Und ich vergebe dir deine Schulden. Und wenn wir das vor unseren Augen haben, wenn das uns bewusst ist,
Wie können wir sagen, ich kann dieser Person nicht vergeben? Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wer sind wir, wo wir sagen können, Gott, diese Person hat meine Vergebung nicht verdient? Denn wir sind nichts ohne Gott. Das, was wir durch Gott bekommen, ist eine Gemeinschaft in Ewigkeit mit ihm. Wo kein Leid, wo kein Trauer, wo kein Zorn, Hass existiert. Und wir sind gerecht und heilig durch ihn. Das ist unser Geschenk. Und wenn wir uns bewusst machen, das Geschenk, was wir der Person geben, wenn wir vergeben, da ist Frieden. Salam alo. Da ist Liebe. Au fa'urullo. Sanftmut. Oder okay, ja. Liebe, Freude, Geduld miteinander. Ja. Dann wird 1. Korinther 13 auch zum Leben. Also wird Teil dann unseres Lebens. Denn wenn wir vergeben, dann erkennen wir das Herz des Vaters. Johannes 3,16. Wenn wir vergeben, dann verstehen wir das Werk des Sohnes. Johannes 3,16. Wenn wir vergeben, dann sehen wir das Werk des Heiligen Geistes, der in uns Christus bezeugt, der uns Christus ähnlicher macht. Und wenn wir vergeben, wird Gott unser Zentrum. Wieso sage ich das? Ich habe schon davor erwähnt, wenn wir nicht vergeben, sind wir im Zentrum. Und dann denken wir die ganze Zeit an die Schmerzen, die an uns getan wurden. Aber wenn wir loslassen, wenn wir uns loslassen, sagen Gott, weißt du was, du sollst jetzt übernehmen. Ich kann nicht mehr mit diesen Schmerzen umgehen. Ich kann nicht mehr mit diesen Trauern leben. Ich kann nicht mehr damit leben. Somit übernimm du das für mich. Und dann werden wir schwach vor ihm und er wird stark in uns. Und es ist eine Erkenntnis, die man erst im Laufe der Zeit bekommt. Man muss nicht von heute auf morgen direkt sich so einstellen. Aber ich bete und hoffe, dass der Heilige Geist dein Herz verändert. Dass er dich verändert. Denn wenn du lernst zu vergeben, dann lernst du auch die Menschen zu lieben. Wir können mal ein Beispiel aus der Bibel einfach rausnehmen. Ich gebe es einfach mal mündlich weiter. Jeder kennt die Geschichte, wo Petrus Jesus einfach verleugnet hat. Wir kennen diese Story. Davor sehen wir, wie Petrus sagt, ich werde dich nie verleugnen. Die Einstellung von Petrus war so, dass er für Jesus in den Krieg ziehen würde. Und
Der Mann, der mit Jesus 3 Jahre lang unterwegs war, schneidet das Ohr von einem Mann einfach vor Jesus Augen einfach ab. Aber Petrus, der eigentlich doch die Lehren verstehen sollte, der Jesus doch eigentlich auf der Erde gesehen hat, Gott, der Mensch wurde, macht so einen Akt. Petrus, die Christus bei Akkal zirayo, haben sie einen Akt gegeben können. Und dann quasi in dem Moment, wo er nochmal geprüft wird, wo es an dem Punkt war, wo sein Leben eigentlich in Gefahr ist, abta hiwotu abhadega zinabaret la gize sha'itu fetinu, sich komplett zurückzieht, also Rückschritte. Ja, konreits an hana tarikh mus yesus gowre zinabere gin kabta hiwotu stefadnat la ma'alte gin nusu dhir kibel riina lana. Aber Jesus sieht seine Verfehlungen nicht als etwas Schlimmes an. Jesus sieht seine Verfehlungen Jesus gin nati zgowre gudlet gin nicht als etwas Schlimmes an. Kam hma neger geru sayrayo. Er hat ihm vergeben محرت غيرو له und sagt ihm, weide meine Schafe, انتي كايلو بقى نعياو تيسني انت حلو ابلع, weide meine Lämmer, بقى نباجيسني حلو ابلع, achte auf meine Lämmer, حلوان pass auf sie auf, تخانا خنن بقى حلوان غاسين. Denn Jesus kannte das Herz von Petrus. يسوس لبي ناي بيتروس يفولت انيري und er wusste, dass Petrus ihn liebte. يفلت كان يري بيتروس يسوس كان ذفكرو. Und er vergab ihm einfach. Und wir kennen, was danach passiert ist. Er predigte das Wort. 3000 Menschen haben sich bekehrt. Leute haben sich getauft. Weil sein Herz für Christus geschlagen hat. Aber etwas Witziges ist dann später passiert sogar noch. Petrus hat sich vor den, in Galater 6, Vers 2, Kapitel 2, lesen wir, dass Petrus Angst hatte vor den Menschen. Er hat sich versteckt wieder von den Menschen. Paulus kam zu ihm und hat gesagt, was ist los mit dir? Warum rennst du von den Menschen weg? Ist das das Evangelium? So, er hat ihn konfrontiert. Er ist auf ihn losgegangen. Also, er hat Petrus herausgefordert. Petrus, aber ich glaube daran, also, hat er genommen, dass es alles aus Liebe heraus war. Dass es alles aus Liebe heraus war. Die Kommis Gobero, Paulus hat Petrus Gobero und Herinagen, Bekakab, Furissel Alamohanus, Zezerda. Er hat Petrus aus Liebe konfrontiert. Bekakab, Furissel Alayu, Kommigero Abliu, Kazarabo, Isohanet, Abach Gabriel. Aus Liebe heraus. Kab Furissel Alle. Und diese Einstellung sollen wir auch haben. Sie, Sohane, Kanit, Weka Redit, Yukulona Zelo. Liebe die Menschen, so wie Christus die Menschen geliebt hat. In allem, wo du bist, schau einfach auf Christus. Gestern wurde mir eine Bibelstelle einfach gegeben. Ich denke, der ist passend auch hier. Und es steht in Sprüche 3, Ab Messali Celeste 5 bis 6. Hamushin Shidishan. Und da steht geschrieben: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deinen Pfade ebnen. Ab Messali Celeste Hamushin Shidishan Allah. Bumule Libucha, Bigzavir Tamen, Ablubonacha, Itzaga. Abkulu Mengedacha, Nurhseb, Nusucha, Kaidacha, Kaoni. Erkenne ihn auf all deinen Pfaden. Auf all deinen Wegen. Kulle Negeratkas, Abkami Xavier, Abfulut Jochon. Und er wird dir den Weg ebnen. Achtet auf ihn. Schaut auf Jesus. Schaut auf ihn. Und dann können wir erst wirklich vergeben. Ich möchte euch gerne ein paar Punkte einfach mitgeben, wie wir vielleicht einfacher vergeben können.
كميجركم محرات كتجبرهم تدخلهم زلكم. Genau. Punkt 1. كذا أكتر حدا. Erkenne deine Gefühle an. سمعتك ترد أيوه. Erkenne deinen Schmerz einfach. حمامك أنزاخ خلو ترد أيوه. Sei dir bewusst, dass du einfach Schmerzen hast. زخون عينت أنزاخ مزلكا بكابوسني رجت أيهم. Weil das Dümmste wäre es jetzt einfach zu verneinen. تزخفنا جرن تاني يروح حمامك لكا يبلين الكعت كيت كله هاي. So. Es, Schmerz ist Teil, gehört zu unserem Leben. Deswegen erstmal erkenne sie an. Und akzeptiere, dass es auch Zeit braucht zu heilen. Das ist Punkt 2. Akzeptiere, dass es Zeit braucht. Punkt 3. Bete und sei ehrlich vor Gott. Und sei auch direkt mit deinen Worten. Du musst nicht herumreden, als ob nichts los wäre. Sei einfach direkt. Der Einzige, der mit deinem Schmerz umgehen kann, und der dir auch Heilung schenken kann, ist Gott. Am Lach 3. Wie dumm wäre es von uns zu sagen, Gott, ich muss dir nicht meine Schmerzen anvertrauen. Das wäre sonst hochmütig. Ja. Punkt 4. Sei still und sieh, dass unser Gott groß ist. Sei still und erkenne, dass Gott groß ist. Weil es ist gut, dass wir unsere Schmerzen aussprechen. Es ist gut, dass wir dass wir akzeptieren und bewusst sind, warum es eigentlich wehtut. Aber sei dir bewusst, dass Gott größer ist. Er hat die Macht, alles zu verändern. Nichts kann von seiner Hand verschwinden. Er hat die Autorität. Und er ist groß. Und wenn du all diese Schritte gemacht hast, vergib. Punkt 5. Einfach vergeben. Sag, Herr, ich vergebe diese Person. Weil du mir vergeben hast. Und ich lasse los. Und da fängt der Herr an, dein Herz zu verändern. Da fängt die Frucht an zu wachsen in uns. Die Frucht des Geistes. Sanftmut kommt in uns rein. Liebe kommt in uns rein. Die Geduld für die Menschen kommt in uns. Wir wachsen dann als Mensch. Und dann ist alles recht egal, was vor uns ist. Es ist alles ein Prozess, in dem wir sind. Aber der Heilige Geist, er wird uns die Kraft geben und uns auch verändern. Amen. Ich werde zum Schluss beten und dann übergebe ich das weiter. Vater, ich bete in deinen Namen und möchte Danke sagen, dass du ein Gott bist, der Herzen verändert. Dass du ein Gott bist, der Vergebung nach Vergebung sich trachtet, Herr. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Einheit liebt und schätzt, Herr. Und du hasst es, wenn Unvergebenheit mitten unter uns ist, Herr. Wenn Unvergebenheit regiert, dann sind wir auch schwach. Und Herr, ich bete in deinen Namen, dass du einfach jetzt wirken sollst, dass du uns erkennen lässt, dass alles, was vor uns ist, nichtig ist und lernen, uns selbst loszulassen und dich in die Mitte zu stellen. Vater, ich bete in deinen Namen und ich segne jeden Einzelnen hier, Herr, dass das Thema ihr Herz berühren sollte, Herr. Oder ihnen einen Einblick geben sollte, was dein Herzschlag eigentlich ist.
Vater, ich lege alles in deine Hand, in deinem Beten wir. Amen.